Mann. Man ist jetzt nicht. Es ist wirklich so warm. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist zum Glück meine Bestellung angekommen. Ja? Weil wir wollen Abi 20 und eine 2 haben die. Einfach Abi, I und 0. Okay, perfekt, danke. Ciao, bis später, ciao. Okay, das war gerade die Clara. Wir feiern nämlich später unseren kleinen Abi-Ball. Und ich hatte noch Kleider dafür bestellt. Wir haben das jetzt vorverlegt auf Freitag bei uns, weil es ab morgen die ganze Zeit regnen soll. Und wir feiern halt nur in unserer Gruppe so einen kleinen Abi-Ball, weil wir keinen haben leider. Und wir wollen heute halt auch Fotos machen und einfach so unser Abi jetzt nochmal so final feiern. Wir freuen uns da halt alle schon mega drauf. Ich habe heute schon so Sträuße abgeholt, die ich dann halt meinen ganzen Mädchen schenke. Das sollte eigentlich so eine kleine Überraschung sein. Und wir wollen halt auch so Abi-Luftballons haben, so Kleinigkeiten. Ich will das auch so mitfilmen. Heute feiern wir halt einfach nur so ein bisschen und machen uns schick. Deswegen habe ich Kleider bestellt. Ich habe wirklich so Glück, dass sie heute ankommen, weil gestern war auch noch Feiertag, Brotleichnam. Ich habe richtig viele bestellt und ich dachte, ich zeige euch die einfach, vielleicht auch als Inspiration. Wir machen uns zwar ein bisschen schicker, aber ich ziehe jetzt nicht so ein langes Ballkleid oder so an, sondern einfach, ich zeige es euch einfach. Ich glaube, das sind um die 10 Kleider, also es sind wirklich auch viele und ich bin so gespannt, oh mein Gott. Ja, ist auch keine Kooperation oder so. Oh mein Gott! Es glitzert auch nur da drin. Wir fangen einfach mal an. Und zwar, was ist das für ein Kleid? Ich konnte mich halt irgendwie nicht entscheiden und ich finde, die Kleider sehen eh angezogen nochmal anders aus. Also habe ich mehrere bestellt. Die waren jetzt alle nicht so teuer. Also alle waren auf jeden Fall unter 100 Euro. Ich glaube, ich bis auf eins oder so. Aber ich werde ja auch nicht alle behalten, logischerweise. Wegen dem Kleid hatte ich bestellt, glaube ich. Sieht so schön aus. Ich würde sagen, ich probiere die immer gleich an, damit ihr die auch seht. Ich habe voll viel so Glitzerkleider, weil ich da irgendwie so Lust drauf hatte. Ich probiere es mal kurz an. Ich weiß ja nicht, das sieht irgendwie komisch aus. Habe ich das falsch rum an? Ich glaube, ich habe das falsch rum an. Das sieht ja viel besser aus so rum. Irgendwie hat es so eine komische Länge, oder? Eigentlich ist es ganz süß, oder? Ich hole mal kurz noch hohe Schuhe, damit man sich die Kleider generell besser vorstellen kann. Okay. Ein paar Schuhe von meiner Mutter, Stiebitz. Ich habe nämlich keine eigenen hohen Schuhe. Also ich hatte welche jetzt bei Kleiderkreise bestellt gehabt. Und ich habe sie halt extra gefragt, ob sie die so versenden kann, dass sie heute spätestens ankommen. Aber die kam es jetzt noch nicht. Irgendwie ist das Kleid ganz süß, oder? Ich muss von allen Bildern machen, sonst kann ich mir die nicht merken. Ich kann mir nicht merken, was am besten ausgesehen hat. Und von hinten ist es halt auch so offen. Also ohne BH wäre das natürlich auf jeden Fall schöner. Ich mag es voll gerne. Also richtig rum. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Kleid ihr am schönsten findet und welches ihr angezogen hättet. Ich mag es wirklich mega gerne. Glitzert halt so schön. Okay, machen wir weiter. Oh, das ist auch so schön. Let's see. Ich verlinke euch übrigens auch wieder alles in die Infobox. Ist nicht bezahlt. Ich wünschte, es wäre. Nur falls ihr irgendwie auch ein schönes Kleid sucht. Gern geschehen. Das Kleid hört sich so komisch an. Aber es sieht so auch so süß aus. Die sind halt alle so ein bisschen schicker, wenn nicht zu schick. Okay, ich probiere das an. Ich weiß gerade nicht, wie man das richtig binden sollte dann hier. Ich fühle mich immer so gut, wenn ich Kleider anziehe. Ich kriege direkt so richtig gute Laune. Auch so schön. Ich finde es voll schön. Auch hier die Ärmel. Könnte man das Kleid auch so anziehen? Schon schicker. Freue mich ja, dass die alle schön aussehen, aber das macht die Entscheidung ein bisschen schwieriger. Okay, machen wir weiter mit noch einem Kleid. Ich ziehe einfach irgendeins raus. Ich glaube, das ist zu casual trotzdem dafür. Ich weiß nicht, was für ein Kleid. Das ist so ein Anzugkleid. Ich wollte unbedingt irgendwann mal so ein Anzugkleid haben, aber ich glaube, dafür ist es zu casual. Sieht nämlich so aus. Also ist auch bestimmt mega schön. Aber vielleicht auch ein bisschen sexy. Mal schauen. Achtung. Irgendwie, ich finde es voll schön. Bisschen wie Ausschnitt, aber dachte ich mir ja schon. Kann das auch mit Sneakern mal so anziehen? Ich finde es mega schön, aber ich denke, das passt trotzdem nicht dazu. Also für das Event. Ich finde den Look aber irgendwie ganz schön trotzdem. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass man hier was sieht. Ich würde sagen, wir machen trotzdem weiter. Das wird es, denke ich nicht. Okay, ist noch ein Glitzerkleid. An dem Model sah das Kleid voll schön aus. Ist jetzt eigentlich nicht so meins, aber irgendwie da sah das so schön aus. Und vor allem der Rücken ist komplett frei. Nee, oder?
Sieht ein bisschen billig aus. Oh, ist schwierig, den Reißverschluss zuzumachen. Man müsste das natürlich ohne BH anziehen und das hier hinten zumachen, aber das ist hier gerade so eng. Ich kann mir das gerade selber nicht zumachen. An sich ist es eigentlich auch ganz schön, aber es sieht irgendwie trotzdem mir ein bisschen zu billig aus. Es ist nicht schlecht. Also ich finde, hier sitzt es auch voll gut. Es ist vor allem echt eng. Hinten wäre das auch mega schön. Ohne BH. Wir machen weiter. Das ist mal eine andere Farbe. Ich lasse jetzt einfach die ganze Zeit die gleichen Schuhe an. Ich bin gerade echt zu faul. Ich finde, das sieht voll schön aus. Mal schauen, wie es angezogen aussieht. Ich muss jetzt hier erstmal raus. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt wegen denen hier. Ich weiß gerade noch nicht, wie man die binden soll. Ich finde die Farbe und alles wirklich richtig schön. Wie findet ihr das Kleid? Ist voll schön, oder? Okay, zack. Machen wir weiter. Gott, es kommen halt einfach noch ein paar. Okay, ist schon geöffnet irgendwie. Bei dem bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass ich das zurückschicken werde. Ich dachte, ich bestelle es trotzdem mal und probiere es mal aus, weil an sich fand ich das Kleid schön. Ich glaube, ich habe halt zu wenig Brust dafür. Ich dachte mir halt schon so, dass es so ein bisschen schlampig aussehen wird vielleicht. Aber irgendwie war ich mir unsicher, ob das trotzdem so hübsch schlampig ist. Das hört sich jetzt echt falsch an, aber also das ist halt sehr sexy. Ich muss es wirklich anziehen. Oh mein Gott. Nee. Also, okay, das ist auf jeden Fall das hässlichste Kleid. Okay. Jetzt sagen wir, machen jetzt einfach mit dem nächsten Kleid weiter. Das ist genau das gleiche Kleid wie das blaue. Bloß nicht in blau. Oh, finde ich die Farbe besser? Ich weiß es nicht. Oh, ich finde das Kleid halt voll schön. Ich liebe so Wickelkleider. Ich glaube, das ist mit das schönste Kleid bis jetzt, oder? Oder das erste oder das zweite. Ich finde das, glaube ich, schöner als das blaue. It's so pretty. Ich schaue gerade Gossip Girl und irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen wie Serena Vanderwoodsen. Klar sehe ich nicht so aus wie sie, aber die hat auch mal so schöne Kleider an. Wir machen trotzdem weiter. Oh, das ist mal ein ganz anderes Kleid und ich glaube, das war auch das teuerste. Fühlt sich auch so schwer an. Sexy. Hinten komplett ausgeschnitten. Ich liebe zwar das Kleid, aber ich probiere die anderen auch noch an. Hier irgendwie ist es zu weit. Also das könnte auf jeden Fall enger sein. Schaut mal von hinten. Es ist so viel zu groß. Wird eigentlich voll schön aussehen. Ohne BH. Das muss alles so eng anliegen, sonst sieht es nach nichts aus, finde ich. Oh, ich finde es echt voll schön. Schade, dass es nicht passt. Ich finde, es sieht auch hochwertig aus. Wie viele Kleider habe ich denn noch? Ich habe 12 Kleider. Es fehlen noch 4 Kleider. Deswegen machen wir weiter. Es ist gerade echt so anstrengend bei der Hitze, alles an- und auszuziehen. Das könnte vielleicht auch mehr so ein Sommerkleid sein, aber ich fand die Farbe so schön. Ich liebe halt wirklich Kleider. Ich finde, die sehen halt so schön aus, weil man sich die selber anpassen kann. Der Stoff ist so angenehm, weil der so richtig leicht ist. Die anderen Sachen sind halt so ein bisschen schwerer ab und zu. Kleid finde ich voll schön. Es könnte halt auch einfach so ein normales Sommerkleid sein, wenn man halt mal schicker essen geht. So sieht das Kleid aber aus. Ich glaube, ich finde die anderen Kleider trotzdem noch ein bisschen schöner. Machen wir weiter. Noch ein Wickelkleid. Okay, ich probiere es an, bevor ich irgendwas sage. Zwar ganz schön, aber mir ist es zu lang. Irgendwie ist mir das auch so ein bisschen zu brav. Aber so sieht es aus. Also ich finde es wirklich auch schön, auch von der Farbe her und so. Müsste einfach nur noch kürzer sein. Bisschen mehr Ausschnitt. Okay, so ist es schon tausendmal besser. Die anderen Kleider sind einfach so ein bisschen spannender. So kann man es eigentlich ganz gut sagen. Okay, ich habe noch 2 Kleider. Das ist wirklich richtig extra. Wir machen jetzt erstmal das auf. Komm. Ich bin wirklich so gespannt auf das Kleid. Ich weiß auch nicht, ob ich das schön fand oder nicht online. Also dachte mir so, es könnte richtig geil aussehen oder gar nicht schön. Bin mir gerade auch nicht sicher, wenn ich das hier so sehe, wie ich das finde. Aber okay, wir probieren es an. Ich weiß gerade irgendwie immer noch nicht, ob ich das Kleid schön finde oder nicht. Man sieht auf jeden Fall sehr viel Ausschnitt. Ich würde es wahrscheinlich hier so ein bisschen abstecken. Sitzt auch so eng und voll perfekt von der Länge. Es ist halt wirklich mal was komplett anderes. Irgendwie ist es süß. Findet ihr das schön oder nicht? Ich probiere jetzt noch das allerletzte Kleid an. Das ist jetzt auch mal schwarz zur Abwechslung. Das finde ich wirklich am schlimmsten. Ne? Nee, das ist gar nicht meins. Das ist so Velvet, aber fühlt sich auch ganz eklig an. Also angezogen von weiter weg sieht es ganz süß aus. Also so. Aber irgendwie der Stoff, irgendwie ich verbinde damit, weiß nicht, Theater. Das ist irgendwie so billig. Ach, ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Das auf jeden Fall nicht. Und das
war's jetzt. War auch ziemlich viel. Das Kleid wird es auf jeden Fall nicht. Ich will, glaube ich, auch insgesamt nichts Schwarzes einfach anziehen. So fein weiter weg sieht es eigentlich echt gut aus, aber wenn man das so sieht und anpasst und so, nee. Okay, meine Top-Kleider. Ach Gott, ich weiß nicht. Das zum einen, also das allererste Kleid. Das zweite Kleid. Das Kleid ist auch Hammer. Das Kleid, das ist wirklich so schön. Also ungefähr genau so hatte ich mir eins meiner Kleider vorgestellt. Eventuell auch noch das hier. Ganz eventuell. Ich glaube, eins von den Kleidern wird es. Ich werde auch mitfilmen, also seht ihr das dann auch noch in dem Video. Also ich mache so einen Vlog darüber. Da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen, dann seht ihr auch, welches Kleid ich dann am Ende angezogen habe. Ich finde auch das Anzugkleid mega schön, aber das ist zu casual für Abi-Ball. Aber ich glaube, das behalte ich trotzdem. Ach, mal schauen, ich muss mir nochmal überlegen. Muss auch gucken, wie viel es kostet. Okay, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte einen von euch vielleicht inspirieren. Falls ihr irgendein Kleid sucht, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, welches Kleid ihr am schönsten findet. Auch wenn es dann vielleicht nicht das Kleid ist, was ich dann anhatte. Also bis jetzt weiß ich ja noch nicht mal, welches Kleid ich anziehe. Aber es würde mich echt mal mega interessieren. Es ist wirklich so warm. Oh mein Gott. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.